Guten Morgen, liebe Leute. So, Kamera habe ich mit dem Zusatzakku wieder versehen und hoffe, dass es so einigermaßen hinhaut. Ja. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Nur schwarze. Die Schenke sind verkauft. Ich denke, die kommt vorbei. Also, die wird kommen. Wer wird kommen? Wer wird kommen? Werden wir sehen. Eine Sie. Eine Dame oder eine Nicht-Dame? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht auch mit Freund natürlich. Ja, Fakt, die Schränke werden jetzt abgeholt. In einer Dreiviertelstunde. Eins, zwei, drei. Wunderschön und gar nicht teuer. 150 Euro habe ich geschrieben. Das ist wirklich nicht teuer für die Dinger. Wie ich gesehen habe, wie die so gehandelt werden, ist ein guter Preis. Und deswegen weg. Nicht ohne Autoschlüssel. Also eine 3,5%ige Wisse von Milch. Ein Liter. Hat zu? Einfach nur schieben. So drückt meine Milch, was sie schieben. Eine Milch. Yay. Dann geht's. Ja, ist super. So, müssen wir gleich nochmal üben. Dankeschön. Stimmt, wa? Perfekt. Komm mal, Nuki, los, wir üben, Tür aufmachen. Hey. So, warte. So, jetzt mit Kraft. Ja! Na denn, jetzt fahren wir zur Garage, zwei, drei Sachen holen, die verkauft sind. 2 Minusgrad, ist noch kälter. 2 Minusgrad? 2 Grad Minus? Also 2 Grad Minus. Tja, gut, okay, ja, wir fahren jetzt zur Garage kurz und da muss ich was einladen, was verkauft ist, was ich verpacken muss, was ich versenden muss. Und bei der Garage musst du es einpacken? Bei der Garage muss ich es einpacken, und dann gehen wir zum Bäcker. Und danach fahren wir zum Bäcker, holen Brot und... Ich habe 6 Euro exakt für Brot. Das kostet genau ein Brot. 6 Euro kostet ein Brot? Ja. Der Mama will das gute Brot haben hier. Achso, das ist das gute Brot. Das gute. Ja, oder wir kaufen bei Lidl eins. Können wir auch machen. Lidl. Ja, ist ja auch frisch gebacken. Ja, und dann wird es gleich noch geschnitten. 6 Euro bezahlen. Guck mal, ab und zu kann man sich das ja leisten, aber jetzt. Zu Lidl. Uiuiui. Wir sind jetzt bei Lidl. Lidl, Lidl, Lidl. Lidlisch. Lidl. Nee, das wurde ja voll angespult. Achtung, und? Komisches Auto. Zack. Jetzt brauchen wir ein Brot. Und dann gehen wir wieder ins Auto und gehen nach Hause und essen. Ich sitze nicht mit Kamera. Ja, nein, dann mach. Frau Kamera. Ein wunderschöner Morgen ist es, oder? Okay. Ja. Los, es ist ein dreckiger Morgen. Ein dreckiger Morgen ist es. Der dreckige Morgen. Rüber damit. Rüber damit. Klatsch. So, zu. Kann ich bezahlen? Bezahlen. Ja. Okay, USA. Ja, jetzt haben wir reichlich Brot geholt für die ganze Familie hier. Da können sie sich alle richtig satt futtern dran. Ja. Das ist wirklich viel. Also das werden wir heute natürlich nicht schaffen. Doch. Aber dann reicht es halt noch für morgen. Nee, nein, mit dem Brot. Guck mal, reicht dann auch noch für morgen. Das ist die Tüte. Und wir haben bezahlt 3,80 €, ne? Ja, das war sogar viel weniger. Das ist viel weniger, als wenn man jetzt ein Brot da kauft. Allerdings muss man dazu sagen, das schmeckt auch richtig lecker da bei dem Bäcker. Für 6 Euro das Brot. Und das hält aber wirklich nur 1,5 Tage oder so. Da hast du aber 6 Euro weg. Aber es hat doch 3,80 € gekostet. Bei dem anderen Bäcker, habe ich ja gesagt. Ach so. Meine Tochter ist ja auch so, ne, dass sie nicht so immer so zuhört, wie sie will. Hey. Ja, hey. Meine Kamera steht außerdem schief. Die Kamera steht schief, weil die Weltkopf steht. Das musst du mir erklären im Weltenraum, wie das funktioniert. Genau. Nach oben, nach unten. Das ist ja auch noch so eine Sache. Da kommen wir dann später zu. Später. Vorbei. Später ist vorbei. Ja, sag ich dich. Auf zu Mutti. Mutti. Wie gesagt, noch funktioniert die Kamera. Ich bin ganz glücklich so mit dem Zusatzakku. Mal gucken, wie lange das durchhält, bis ich wieder verzweifelnd dastehe und sage, der lädt nicht. Ich kotze ab. Oh, das ist wirklich immer schlimm. Immer schlimm. So, meine Tochter hat eine Schulfahrt. Wo geht das hin? An der Ostsee. Ah,
reißen, aber meine Tochter, immerhin. Wenigstens einer in der Familie, der weiß, wie man es macht, wie es nach vorne geht. Papa weiß, wie man lebt. Wir gehen jedes Jahr zu Klassenfahrt. Ja, Klassenfahrt. Diesmal ist es ja eine Klassenfahrt. Ja. Hallo. Hallo. Das ist deine Brust. Nein, siehst du, sie ist einfach los. Die guckt mich auch nicht an, wenn ich mit dir rede. Das ist ja furchtbar. Man weiß, was du machst. Ich hab ja auch Ketchup. Was? Und Ketchup. Jetzt doch Ketchup. Ja, mach mal. Ketchup, Ketchup. So, jetzt kommt gleich die Dame oder der Herr, oder ich weiß ja nicht, wer das ist. So ein Herr war das ja. Kommt das abholen. Vielleicht will er ja seine Freundin überraschen. Dann nehme ich mal eure Milch hier aus den Bechern auf, ne? Also das verstehe ich. So, willst du den essen? Nee. Nein! Siehst du, und jetzt Ruhe? Jetzt kriegen wir Besuch. So. Wir wollen die Schenke. Ich mache eh erstmal Kakao. Luki, wo kommen wir hin? Heute? Wir beide? Anu kriegt Ohrlöcher oder so. Er kriegt die Krise und Anu kriegt Ohrlöcher. Mama, aber kriegt man da so eine spezielle Torre? Das Ding hier haben wir angemalt. Oh. Mama, kannst du das anziehen? Anu, du musst es aufbinden. Was ist? Blumen? Ja, L. Guck mal auf der Herz. Guck mal auf der Rückseite. Ja, aber warum steht da ja L? Upsi, die habe ich außerdem gesehen. Aemit. Aemit. Timmy. Da steht Aemit. Simon hat Timmy geschrieben. Nee, das ja. Hier, sie hat. Eine Freundin, die heißt Timmy. Nein, du hast was geschrieben. Mitternacht. Ja. Ich habe noch ein anderes Bild für dich, das ist irgendwo. So, jetzt, Anouk möchte partout Ohrlöcher haben. Komm mal her, Anouk. Der Anouk-Vlog. So, Anouk, was los? Was möchtest du? Ohrlöcher. Möchtest du wirklich Ohrlöcher? Damit? Ich wusste, nein! Achso. Weil die lag. Und wisst ihr, meine Freundin Sophia hat selbst so ein Ohrlöcher. Was ist? Mama, Papa, willst du testen? Testen! Nein, pass auf! So, und jetzt müssen wir, ihr Panikkind, möchte ja Ohrringe. Dann müssen wir gucken jetzt, wo wir die stechen lassen. Dann wollen wir die natürlich nicht bei Haus und Hof, Hinterhof. Aber ich rufe bei der allgemeinen Hotline an. Das ist eine allgemeine Hotline? Christ-Hotline. Okay, dann frag doch nach, ob die, genau, klar. Ich habe meiner Tochter gerne Ohrlöcher stechen lassen und wollte fragen, ob das im KDW bei Christ möglich ist. Da habe ich keinen erreicht. Ihr müsst doch nicht immer streiten. Ich bleib immer vorne, ich bleib im Auto. Das ist ein Quatschkopf. Tür zu. Nein. Tür zu musst du machen. Bin ich schon doch nur? Nein. Ne, wir gehen jetzt zum. Oh, das ist hier. Hey. Ja, was denn? Hey. Wir gehen zum Ort B. Wenn die Zeit haben. Urlaub stechen. Jetzt gucken wir erstmal, informieren uns erstmal. Machen wir halt mal so, wa? Ah, komm, Baby, komm, Baby. Komm, Baby, komm, Baby. Ja. Achtung. Was macht ihr denn da? Stichschritt? Weiß gar nicht. So, hier müssen wir hoch. So, stopp hier, stopp. Bei mir bleiben. So viel riegt. So, wichtig ist, dass wir voll wissen müssten. 2 bis 3 Wochen darfst du nicht im See, Chlorwasser oder Meer baden gehen. Okay. 24 Stunden keine Haare waschen. Und 8 Wochen müssen die drin bleiben. Jo.
Und mit kleinen Blumen wären das schön. Ich würde eher lieber die Touristen nehmen. Nehmen wir alle mit. Nein, nicht alle. Mami, was willst du haben? Das sind so Traumzucker? Ja. Ja? Die ganz kleine auch? Die auch schon, ja. Mama, ist Mama, Mama, ich will diese goldene hier. Diese, ja, diese hier. Was meinst du, Thomas? Warte nochmal. So eine Steckerin. Wieso, was ist denn mit den Steckern? Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Also, ich möchte jetzt eine Blume. Naja, sie muss sie so tragen, oder? Du willst so eine Blume, ja? Ja, so eine Blume will ich. Stern. Und Material, was ist denn das alles? Alle Chirurgenstahl, außer die hier oben, die sind 585er Gelbgold. Ich will das hier. Ganz sicher? Gelbgold oder Weißgold? Anu, das ist noch nicht entscheidend in dem Alter. Ich will das hier. Nein, du kriegst noch keines. Kriegen nur große Kinder. Mama, ich habe auch Gold. Ei, ei, ei. Nee, du bist noch zu klein. Hm? Ach, ich Mama, ich hab Angst. Du wolltest es, Anu. Jetzt zieh durch. Mama, deine Augen. So, ich werde erstmal nur anzeichnen, ja? Vorher passiert noch nichts, ja? Dann guckt Mama und Papa noch mal, ob das so okay ist, ja? Und dann wird es erst los. Also dauert noch ein Moment, ja? Erstmal nur angemalt, damit man sieht, wo das ist. Nein, muss symmetrisch sein. Weil Walter gerade sagt, ja, genau. Die meisten, viele Papas gehen noch um die Ecke und wollen gar nicht hingucken. Papi, ich hab Angst, die. So, Maus, es ist gar nicht schlimm. Guck mal, ich hab auch drei. Ich hab zwar nicht alle drin, ich hab auch noch welche. Ich hab es auch als Kind gekriegt. Also, sie wollte selber. Nicht da hingucken, so, Anu. Du wolltest auch. Das tut nur ganz klein, Moment piekt es. Am Ende wirst du sagen, oh Gott, war ja gar nicht so schön. Der erste ist alles gut, alles aber gut. Aber es war's, der erste ist drinne. Siehst du, ist alles gut? Ja, ich weiß, es ist gut. Okay. Nimm mal die Hand von Mama und drück mal ganz fest zu. Bei einer Seite hast du schon geschafft, das muss man den anderen auch machen. Autschi, Autschi, Autschi ist gut. Das war's. Und? Gefällt dir? Haben wir lange drüber diskutiert. Gefällt dir? Was sagst du, hä? Piekt ein bisschen, ne? Mama wollte dich ja warnen. Naja. Papa wollte dich. Ja, aber es hat mir so. Das tut nicht so doll. Man kriegt ja einen Schreck, wenn man das sieht, ne? So, mein Kind hat Ohrstecker. Zeig mal, ja, Luki. Ein Foto machen. Andere Seite. Und wie war's? Es war okay. Ah, no. Okay. Doch, es war okay. So, Mensch, da siehst du. Und ich war jetzt noch einkaufen, ich war noch shoppen. Nebenan ist ja zwei Straßen weiter der kleine Geschäft. Wo jede Teil 3 Euro kostet. Da habe ich jetzt noch ein bisschen was gekauft. Ein paar Bilderrahmen mit Bildern und ein paar, was noch, der Nuriot von so einer Studentenverbindung. Eine Vase habe ich gekauft, eine Messingvase. Ja, so Kram eigentlich, war, aber ist halt so. Jetzt aber hier. Ich will jetzt essen. Die Vase. Aber das ist schön und toll, ja. Was lachst du denn? Also die Vase habe ich gekauft, hat 3 Euro gekostet, ne? Für uns eigentlich. Die Vase habe ich gekauft hier. Interessant. Messing. Nicht schlecht, Materialkundlerin, ne? Und hier dieses Verbindungslogo habe ich gekauft. Das ist wirklich altes, so 1909. Steht ja hinten drauf sogar. Mhm. Also 1908, 1909. Das fand ich auch nicht schlecht. Von so einer Burschenschaft.
Ja, leider fehlt hier eine kleine. Und hier ist ein bisschen umgeknickt. Das sollte man aber lassen. Das ist ja geprägte Pappe. Und deswegen ist das so ein bisschen. Sieht aus, sieht aus wie echtes Blech, ne? Wie echtes Metall. Ja. Wie so ein Wappenschild. Mhm. Ja, was ist das denn? So von einer, wie gesagt, Studentenschaft sein. Aber steht ja auch drauf, hinten steht drauf. Seine lieben Kommilitonen. Georg Jakob. Bist du stolz, dass du das geschafft hast? Zum freundlichen Andenken an unsere Studienzeit. In Sachsen. Wintersemester 1908-1909. Ich mache jetzt Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Okay. Macht ihr gut? Kühlen sich die kleinen Wassertröpfchen in den immer schön dranbleiben.